So, und direkt weiter geht's. Munition brauchen wir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Wichtig ist das vor allen Dingen. Wichtig. Oh, Faye ist weitergelaufen. Kannst du jedes beliebige Gebäude herstellen? Danke, Faye. Die Brauer haben ihre Lieblingsrezepte hier irgendwo rumliegen lassen. Ich schlage vor, dass du für deine finsteren Zwecke nur die stärkste Variante zusammenmixt. Mhm. Ja, du musst jetzt zusammenmischen. Und zwar das Stärkste. Leider würde dieses Rezept bloß nostalgische Kindheitserinnerungen im Wendigo wecken. Kein echter Kampfvorteil. Du musst mischen. Ich fürchte, richtig mischen, ne? Kannst du nicht. Natürlich. Gerecht werden. Natürlich. Hier sind überall die Rezepte. Ich glaube, ich kann das jetzt zerbrechen. Oder man testet diese einfach Mixtur durch. Wird nicht funktionieren. Nö, brauchst du nicht. Ich habe die Rezepte schon gefunden. Du bist gerade an einem Rezept zum Beispiel weiter. Hier, das sieht doch, guck mal hier. Potasi. Siehst du, wie gefährlich das ist? Und hier im Gegensatz, hier sind nur 3 Totenköpfe. Und hier zum Beispiel nur 2. Ja, da musst du aber erst gucken, welcher ist was. Grün, orange, blau. Kann ich? Achso. Da ist nur Wasser. Da wird dir halt nicht angezeigt. Ja, welcher was von den 3 ist. Ich geh mal. Ach, jetzt hast du wieder was gemacht? Kann ich mich jetzt. Ich fürchte, diese Mixtur wird lass mich mal. Nicht gerecht werden. Ja, mach mal. Da kann ich jetzt. Ach, scheiße, Wasser hätte hinten reingemusst. Ja. Leider würde dieses Rezept bloß nostalgische Kindheitserinnerungen. Ja, ja, hatten wir schon. Komm. Kein echter Kampfvorteil. Also erst. So, das ist jetzt, jetzt haben wir diesen Pilz. Der muss in der Mitte, ne? Diese Qualle da. Ja. Gut. So. So, jetzt kommt, dieses Glibberzeug. Wäre das erste. Gut. Jetzt hätte ich Wasser. Wasser ganz hinten. Und Gebräumixen. Hahaha. Perfekt. Aber nicht einatmen. Nimm das Pilzgebräu auf, Kammerjäger. Vorsichtig. Haha. Haha. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich habe den Wendigo bis zu seinem Futterplatz verfolgt. Komm zu mir. Hast du ein Gebräu schon mitgenommen? Auf was schießt du? Ja, auf dich. Warum? Nur weil ich sag hahaha. Und ich recht hab? Hier ist doch eine Waffenkiste. Oh nein. Lohnt sie sich denn? Ja, leider. Da ist 50.000. Ne, die nicht, die da nicht. Die hat sie nicht. Na, warte, ich geh mal eben. Aua. Halte die Augen nach einem Hochzeitsgeschenk offen. Irgendwo ist hier nämlich eins. Schon wieder? Wo denn? Da, wo der weiße Punkt ist, vielleicht? Claptrap! Was machst du denn hier? Lass dich von der Jagd mitreißen! Ah, da ist der! Also nicht der Claptrap, aber da gehe ich noch. Den ich gerade gesucht hatte. Verzweifelt. Ach ja, jetzt sehe ich aber auch Claptrap. Was ist denn mit hier? Zu schwach, um zu überleben. Diese Pflanzer sind echt. Aua, ey. Und die Grobiane auch. Alter!
Der liegt nur am Boden. Also, was hört gerade? So, Freunde. Schluss mit lustig. Doom ist da. Ich kann keine Waffe mehr einsammeln. Ich kann nicht mehr. Weißt du, wie viele goldene Waffen ich hier rumfliegen habe? Ey, ich weiß, wo das Geschenk ist. Ich mach mal, wa? Weil das gesehen hast. Ich muss nur mal gucken, wie ich da. Da durchkomme. Dann gehe ich mal in den Außen rum vielleicht. So. Achso, ja, hätte ich auch direkt machen können. Guck mal, hi, Faye. Wird sogar angezeigt. Oh, ja, jetzt? Das hier ist von Tina. Sie schreibt: Verehrt allerliebste Herren, Monsieur Hemilove und Winnie Win Winnie Fred. Ich bringe euch hier mit bleischweren Herzens mit, dass ich nicht an eurer Verehelichung teilhaben kann. Aber jo, ihr zwei seid Zucker. Also Hals- und Beinbruch. Moment, das sagt man da nicht, oder? Nee, Glück auf? Nein, Masseltoff? So heißt es. Okay, bye, Küsschen. Und ja, das hat sie wirklich alles geschrieben. Ja, das klingt auch nach Sprechenbahn. Du hast dein eigenes kleines Abenteuer am Laufen, nicht wahr? Schön für dich. Also, was gibt es Neues? Also, ich habe gegen einen Zauberer in einem geistigen Wettstreit auf der Spitze der unerträglichen Verzweiflung gekämpft. Krass verloren. Und dann hat er mich eingesperrt. Zum Glück hatte ich Paul noch bei mir. Also bin ich ausgebrochen. Aber erst habe ich eine alte Schriftrolle stibitzt, auf der steht, wo die Perle des unsäglichen Wissens ist. Ich zitiere. Sie wartet direkt hinter dem Schleier in der klagenden Kluft von Tic-Dur-Gambage. Nun, das ist wohl mein Hinweis. Ich muss los. Ein verrückter Roboter. Warte, ich habe noch einen Skillpunkt, den würde ich gerne... So, ich auch. Den würde ich jetzt gerne endlich mal loswerden. Der letzte. Der letzte aktuell, ja. Bis zum nächsten DLC. Vielleicht nehmen wir den Teil der erlebten Gesamtschaden dazu. Dem Haustier geteilt. Ja, weißt du was? Komm. Habe ich ein Set fast voll. Also habe ich bis unten hin durchgehend voll, aber... Oh, also. Dann würde ich sagen, muss mal Gott weiß wohin. Ja. Bis da hinten. In diese Richtung gar nicht weit. Ja. Hallo, Herr. Großartig, Kammerjäger. Ich könnte mir keinen besseren Jagdpartner vorstellen. Sie ist kein Jäger. Er ist auf einem Auge blind, weißt du. Aber ins andere hineinzublicken, setzt mein Herz in Flammen. Dennoch haben wir keine Zeit zu verlieren. Auf zur Höhle, Kammerjäger! Oh Gott. Ups! Spüre die Blutgier! Was legt sich nie, was? Das ist keine Schießerei, wir sind hier gegen die Viecher am Kämpfen. Schießerei wäre, wenn die auch Waffen hätten. Außer ihre Giftinstinkte. Die Jagd ist mein Lied. Achso. Ja, die sind überall irgendwie. Tagebuch. Lauf. Ich
Brewmaster John. Hätten wir Eisner zu dieser Jagd einladen sollen? Er ist ein ziemlich guter Fährtenleser. Offen gesagt, ich bewundere seinen freien Geist. Die Galaxis durchstreifen, Trophäen und Ruhm sammeln. Ein Jäger muss schließlich jagen. Ist der jetzt vorgerannt oder was? Danke. Beute. Falls du noch Platz hast. 108.000. Oh, kann ich noch einen Stock schmeißen. Oh, was kann ich ja bestimmt rausschmeißen hier? Was chillt hier? Nehme ich doch lieber die für 108.000 mit. Alter. Ja, ich auch. Hier sind so viele geile Waffen. Aber ich nehme da die Iridium mal mit, was du hier lässt, ne? Das kann ich nicht durchbrechen. Mal sehen, was sich darin befindet. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, nö, klar. Verkaufsautomaten! Nein! Echt? Wo? Hier. Schlag dich ja durch diese Wurzeln, Kammerjäger! Wir schlagen uns durch jede Wurzeln. Vor allen Dingen Verkaufsautomatenwurzeln! Ich muss jetzt leider gerade einmal vergleichen. Sorry, 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 aber das muss sein. Oh. Das ist Maribor nicht. Ich mag keine Maribor. Es tut mir leid. Das kann ich gut gebrauchen. Das ist eine Dahlwaffe am Ende. Und dann gehe ich jetzt gleich nochmal da rein und Waffen holen. Da waren welche. War mir klar. So. La. Die verkaufen. Hab ich die nicht? Hä? Ich hab bestimmt markiert. Bin mir ganz sicher. Die müsste mir schon ein bisschen mehr bieten, wa? So. Ein bisschen sehr viel mehr, ne? La 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 la. Da ist es ganz ruhig, wenn es ums Verkaufen geht, ne? Natürlich. Da ist es dann komischerweise immer mega ruhig. So, ich geh mal eben zurück, noch Waffen holen. Verkauf das erstmal alles. Wie geil das ist, jetzt alles mitnehmen zu können. Ja. Hey, ich habe 29 Schlüssel übrigens. Verkaufen zu können. Nein, wollte ich nicht. Schlüssel. So kann ich. Ja, dir ist halt nicht alles gegönnt. Damit muss man klarkommen. Ja, ich kauf mir da was ganz Schönes von. Ciao, Hammerlock. Wir haben's nicht eilig. Wir wollen hier erstmal. Weg da! Ich glaube, ich hab jetzt alles. Jetzt mal eben wieder zu dem Verkaufsautomaten. Direkt wieder alles verkaufen. Ich
weiß nicht, wo noch welche waren. Das war ein Hauptproblem gerade. Einfach, ich bin einmal hochgelaufen, da habe ich dann gesehen, wo was war. Ah, da sind noch welche. So, jetzt gucken wir mal. 4, 5 Stück, kommt das hin? Kommt hin. Wir greifen sofort die Pilzwurzeln an da. Ganz ruhig. Schön flockig ruhig bleiben. So. Nein, ich bin noch nicht ganz durch. Es tut mir sehr leid. Grüße. Er hat Füße. Oder so, ähnlich gesagt. Auf was schießt du? Auf die Flamme. Achso. Schadenboost 103, 20% Strahlungsschaden. War vielleicht nicht unbedingt. So, ganz, wir können weiter. Wir können gerne, Faye, gehen weiter. Faye, wo bist du? Ich hab nur eben hier Mummi gekauft. Kauf mich. Ja, aber. Ich versuche meine Erleichterung zu verbergen. Wie mache ich mich? Ciao, Faye, ich bleib hier oben einfach. Da sind wir. Die Höhle des Wendigo. Stähle dich. Nach dem, was ich von dieser Kreatur erfahren Stähle habe, oder stärk dich? Keine einfache Jagd. Er ist gerade nicht da. Was für ein Glück. Schnell, gib mir den Köder. Gib ihm den Köder. Gib mir Kraft, Winnie. Alles, was ich tue, tue ich für dich. Umbacke. Die Kreatur kommt. Es geht los. Oh. Sieht aus wie Fee, finde ich. Wendigo! Was? Auf der fröhlichen? Was? Es ist Zeit zu kämpfen. Wo ist er denn? Oh. Oh, Feuer bringt nichts. Ja. Mach ich denn dann gar keinen Schaden? Super. Ich bin Feuer und Flamme. Provision ist ja auch resistent. Wie kommst du denn gerade? Ach, der holt dich wieder, oder was? Ja, ja. Zur Hammerlock, okay. Hä, wo ist er hin? Huh. Was sind das hier, brennende Kriecher? Wieso sind die resistent? Achso, weil der Feuer. Gegen. Achso. Oh, scheiße, ich hätte was angefangen. Hab ich mir auch gerade so gedacht. Was? Der Bauch oder was? Vorsicht, Feuer! Ah, ich bin reingesprungen, Mist. Boah, wieso hat er es auf mich abgesehen? Weil du gerade, glaube ich, am meisten gerade Schaden gemacht hattest. Ah, ich treffe den Bauch wieder nicht. Aber wobei, ich mach trotzdem kritisch. Warte. Boah, oh. Ich kotze. Au!
Au! Warte, er liegt. Ja, genau. Ja, ja, natürlich. Jetzt muss ich erstmal nachladen, weißt du, eine Stunde. Ich glaube, ich bin Feuer und Flamme. Hä? Warum liege ich? Der holt mich denn wieder? Zurück zur Jagd. Mein Tier. Achso, mein Tier hat mich wiederholt. Oben. Nicht weg. Wer ein sauberes Fell. Wo bist du? Nein, mein Skeg ist am Boden. Eben. Der Bauch des Wendigos, nimm ihn ins Visier. Wie denn? Was weitermachen, Mann, Junge? Alter. Ich lasse die Taschenrex eigentlich nur fliegen, auch wenn er resistent ist, wegen Heilung ein bisschen. Bringen dann Heal. Kann das sein, dass er gegen Frost nicht resistent ist? Eigentlich nicht. Ich habe leider keine Frostwaffe. Waffe. Hm? Au! Nee, am Bauch ist der. Geht's. Vorsicht, der kommt oben. Mein Skeg! Viel Spaß beim Verfaul. Komm schon, mein Junge. Komm schon. Gib mir Liebe. Ja, wo ist denn sein Bauch? Ach, da. Jetzt ist er runtergefallen. Ah, jetzt nicht mehr. Naja. Ja, mein Viech, der steht immer Gott sei Dank da drunter und dann zwischendurch und dann kratzt er ihn die ganze Zeit. Und er hat mir gerade echt mega. Das habe ich von Dr. Z gelernt. Okay. Wer ist am Boden? Oh, mein Skeg und du. Nicht. Ah, jetzt kann ich dich nicht holen. Du stehst im Feuer. Ja. Habe ich dein Leben gerettet? Ja. Habe ich deine Schwachpunkte gesucht? Das werden wir nie erfahren. Oh. Ja, da hat's mich erwischt. Boah, ist doch ätzend. Ich danke dir. Ich war nicht bereit, tot zu beginnen. Ich hol mal eben schnell mein Viech wieder. Weil er echt mir auch. Stell dich beim nächsten Mal geschickt an. Weil er mir auch Schaden abnimmt. Taschenrex. War nicht mehr viel, Fee. Der Bauch des Wendigos, nimm ihn ins Visier. Ja, wo ist er denn? Achso, hinter mir. Warum kannst du nichts? Du bist Beute. Jedes Ende war dein Schicksal. Keine Granaten mehr. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Der verzieht sich, der Wendigo. Ja, Eis, wer war das? Du?
Warum fliegt denn der da? Wir haben's geschafft. Fliegt aber die auch? Schau dir die Trophäen an. Ja. Das muss das Kaif sein. Schnapp es dir für Alstar. Kaif ist also stärker aus Hoden. Verstehe. Oh, ich hab ein besseres Schild gefunden. Ich greife gerade einfach nur zu, ohne mir da jetzt Gedanken zu machen und nachzugucken. Kammerjäger, bevor wir gehen, ja, auf ein Wort. Oh nein. Klingt nicht gut. Man sieht sich. Ciao. Ich gehe einfach. Na gut, wir müssen ja ein Wort. Ja, sprich ihn mal an. Über das, was ich vorhin gesagt habe, über meine Verwirrung. Als ich den Wendigo erblickt hatte, spürte ich Furcht im Herzen, aber als ich an Winnie dachte, wusste ich, dass nichts so Blasses und Formloses wie Furcht mir je im Weg stehen kann. Ich wurde überhaupt erst Jäger, weil ich, solange ich denken kann, auf der Suche nach etwas war. Und jetzt, wo ich es gefunden habe, bin ich dennoch auf der Jagd danach. Ich möchte jetzt an Winnies Seite sein. Du hast die Trophäen, kehre damit zu Eistar zurück. Viel Glück, Kammerjäger. Okay. Okay. Können wir denn da auch hinporten zu dem? Warte, ich wollte jetzt mal eben gucken. Was denn? Eben Waffen. Okay. Mal vormarkieren. Ja. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ich bin versehentlich schon gespawnt. Danke. Entschuldige. So, wie bist denn du gespawnt? Also, wohin bist denn du? Ja, irgendwie gar nicht so weit. Dann nimmst du mich ja eh nicht mit. Oh, mir drückt die Brille gerade voll auf. Könnte oh, natürlich die, durch die. Ja, gut. Die sind nicht so wirklich pralle. Nee, sind die nicht. Aber ich sag mal, besser als gar nichts hören jetzt, wa? Ah, ist verkauft. Unser Welpe hat nämlich Face Headset gefressen. Also zerfetzt. Wir müssen wahrscheinlich zurück zur Jagdhütte, ne? Ja, das würde ich aber dann ehrlich gesagt in der nächsten Folge machen. Ich würde aber gerne meine Sachen rausholen. Bist du nicht hier? Ich bin am Verkaufsautomaten gespawnt extra. Nein, ich meine aus dem Bildschirm. Was, aus den? Aus meinem Gerät aus der. Ach so. Ah, nee, wir müssen ja nach Aistar und nicht zu. Genau. Gut, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.